Hi zusammen! Mit bald 100 getesteten Staubsaugerrobotern in den letzten 3 Jahren ist das Video nun die Rangliste der aktuell besten Saugrobotermodelle. Damit ihr aus dem Video den besten Mehrwert ziehen könnt, erkläre ich kurz, worauf ich bei den Staubsaugerrobotern Wert lege. Zunächst spart ein guter Staubsaugerroboter enorm Zeit, weil die Technologie mittlerweile so gut ist, dass ihr nicht mehr selber reinigen braucht. Alle frei zugänglichen Flächen und auch die Teppiche werden effizient gesaugt. Für Absätze, Fugen und das Auto verwende ich ansonsten einen Akkusauger, der schnell mal zur Hand ist. Neben den logischen Gründen spricht aber auch die Preisentwicklung für einen Staubsaugerroboter, weil durch die starke Nachfrage und einen hohen Wettbewerb selbst die Spitzenmodelle gerade mal 300, 400 Euro und teilweise auch weniger kosten. Natürlich gibt es auch noch diese 1000 Euro teuren Hightech-Maschinen mit einer Absaugstation, vibrierender Wischplatte und einer Kameraerkennung. Viel wichtiger sind mir persönlich aber diese 5 Eigenschaften. Erstens die Reinigungsleistung, weil das der Hauptzweck eines Staubsaugerroboters ist. Zweitens die Qualität, weil Staubsaugerroboter anspruchsvolle Geräte sind und bei schlechter Verarbeitung tauchen da schnell Probleme auf. Eigenschaft Nummer 3 ist die Zuverlässigkeit, denn nichts ist nerviger als zu schauen, wo sich der Roboter zum 10. Mal festgefahren hat. Viertens die Preis-Leistung, weil die für jede Kaufentscheidung eine große Rolle spielen sollte. Und fünftens, wenn diese Eigenschaften gegeben sind, dann würde ich auch die Besonderheiten und die Funktionen mit einbeziehen. Das ist meine Herangehensweise für diese Rangliste und los geht's mit dem Countdown. Platz 10 gebührt Xiaomis Tochterfirma Viomi, die mit dem Flaggschiff Viomi V3, dem Viomi V2 Pro und brandaktuell auch dem günstigen Viomi SE gleich 3 ziemlich starke Roboter mit Lasernavigation im Programm hat. Auch wenn der Viomi V3 der stärkste Viomi Staubsaugerroboter ist, hat dieser wegen des etwas höheren Preises deutlich mehr Konkurrenz. Der Viomi SE dagegen punktet mit unfassbar genauer Sensorik und einem guten Preis, hat aber Orientierungsprobleme. Das beste Viomi Modell ist der Viomi V2 Pro, denn dieser ist fast baugleich mit Xiaomi's Mi Robot More Pro, welcher aktuell in den Verkaufszahlen in Deutschland durch die Decke schießt. Platz 9, Old But Gold, der 360 SX Pro. Das ist die legendäre Kopie des damaligen Bestsellers Roborock S5. Der 2 Jahre alte Roboter ist immer noch stark und vor allem ist er sehr günstig. Diesen ziemlich überzeugenden Haushaltshelfer mit Lasernavigation und starker Wischfunktion gibt es aktuell schon im Bereich von 250 Euro und der ist jeden Cent wert. Platz 8, der qualitativ sehr hochwertige D-Boat Osmo 950. Das ist ein Topmodell mit einer guten Reinigungsleistung, auch mit einer starken Teppicherkennung. Was diesen Ecovac-Saugroboter auszeichnet, sind sehr fortschrittliche Investitionen auf technologischer Seite. Der Osmo 950 war der erste mit einer Teppicherkennung beim Wischen. Der kann 2 Karten für 2 Etagen speichern und der hat eine überzeugende Reinigungsleistung. Das ist ein Spitzenmodell, das meiner Erfahrung nach aber weniger zuverlässig arbeitet als die direkten Kontrahenten von Roborock. Aber dennoch ist er sehr attraktiv. Nicht zuletzt gab es auch deutliche Preisreduzierung für diesen beliebten Staubsaugerroboter. Ja, auf Platz 7 sehe ich dann den Bestseller Xiaomi Mi More Pro. Das ist das beliebteste Modell bei unseren Zuschauern. Spitzenqualität, super Preis, starke Reinigungsleistung auf Hart- und auch auf Teppichboden. Der hat eine super Wischfunktion und der hat laut Hersteller einen besseren Prozessor gegenüber dem ansonsten baugleichen Viomi V2 Pro und damit eine sehr genaue und schnelle Navigation. Der ist vorsichtig mit Möbeln, super schnell und die positiven Rezensionen sprechen für sich und das alles zum Preis von 250 Euro. Echte Nachteile hat er also nicht, könnte aber einen größeren Akku vertragen. Es gibt vielleicht noch eine Handvoll bessere Modelle. Ich empfehle Freunden oder Bekannten diesen Saugroboter aber wegen der guten Preisleistung. Beim Lenovo X1 und 360 S7 Pro handelt es sich dann um dasselbe Modell mit 2 unterschiedlichen Namen. Hersteller ist Kiho 360. Der Saugroboter ist funktionell ziemlich stark aufgestellt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist zum Beispiel die automatische Problemzonenerkennung. Das ist so ein Lerneffekt, der eintritt, wenn der sich an einer Stelle häufiger festfährt. Ansonsten bietet die App all das, was man sich wünschen kann und eine starke Reinigung hat er auch. Ein Spitzenmodell, von denen es mittlerweile aber auch einige auf dem Markt gibt. Ich finde, das ist der ideale Roboter, um auf ein gutes Angebot zu warten. Und auf Platz 5 sehe ich die Ecovax Topmodelle T8 Plus, True Detect und T8 Ivy. Diese Modelle sind das 9 Plus Ultra in der Saugrobotik technologisch betrachtet, also purer Luxus. Eine Absaugstation ist optional dabei. Beim Ivy haben wir eine Kameraerkennung, übrigens mit einer Stream-Funktion. Das heißt, ihr könnt euch per App in die Kamera des Roboters einklinken und dann auch Sprachnachrichten an Haushaltsbewohner übermitteln.
der Ivy kann Gegenstände und selbst Hundekacke erkennen und vermeiden. Neben der Absaugstation haben die Modelle noch die fortschrittlichste Wischfunktion mit einer vibrierenden Platte und einer aktiven Wasserzufuhr. Das ist wirklich spannend und überzeugt mich in Theorie. Der T8 Ivy ist ja bis heute der Saugroboter mit der besten Teppicherkennung, die ich je gesehen habe. Aber ich kann dann leider auch nicht darüber hinwegsehen, dass die Geräte neben dem ganzen Luxus auch krasse Mängel haben. Die Absaugstation zum Beispiel wird nicht immer gefunden und auch der Staubbehälter bei der Absaugung nicht immer geleert. Die Navigationsprobleme traten bei einigen Zuschauern auch bei der normalen Ladestation auf. Bei mir ist der T8 Ivy zudem an einer kleinen Teppichkante immer wieder hängen geblieben und der T8 Plus mit der True Detect Technologie erkennt zum Beispiel Gegenstände, wo keine sind, hat auch Probleme mit der Reinigung unterm Tisch. Da sind bei beiden Modellen echte Mängel vorhanden, die ich von anderen guten Herstellern nicht so kenne und die leider auch nicht mal ebenso mit einem Software-Update behoben werden. Es gibt Nutzer, die gute Erfahrungen mit den Modellen gemacht haben, aber der Risikofaktor ist mir bei diesen kostspieligen Geräten für den Titel Testsieger Q4 2020 allerdings deutlich zu hoch. Platz 4, der Roborock SX Max V. Der teuerste Roborock-Saugroboter aller Zeiten hat einen 25% stärkeren Motor, überrascht aber vor allem mit der neuen Kameratechnologie mit Namen Reactive AI. Was mir bei dem Modell ganz gut gefällt, sind die Eigenschaften, die wir in allen Roborock-Saugrobotern finden, denn das sind die zuverlässigsten, solidesten Maschinen, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Neben der Kamera gibt es hier einen Raumplanmodus, das Speichern von 4 Etagen und der ist vor allem auch etwas günstiger als die eben genannten Echovacs-Kontrahenten. Das Modell ist deswegen kein Testsieger, weil die Kameranavigation noch in den Kinderschuhen steckt. Ich sehe darin keinen echten Mehrwert und darum macht der höhere Kaufpreis keinen Sinn und ein Roborock S6 oder S5 Max sind diesem Modell vorzuziehen. Letztlich sehe ich ihn jetzt aber vor dem Echovacs T8 Ivy, was aber weniger mit dem Roborock-Saugroboter zu tun hat, sondern dass sich bei Echovacs die Gewissenszweifel im Hinblick auf Mängel eher bestätigt als revidiert haben. Der SX Max V ist ein Top-Roboter, die Preis-Leistung ist dagegen eher so im Mittelfeld. Platz 3. Der 360 SX Pro nennt sich auch 360 S9 und das ist das Aushängeschild der Firma Kiho 360. Das Modell kam irgendwie ein wenig aus dem Nichts, nachdem der Hersteller sonst eher dadurch aufgefallen ist, dass der Branchenprimus Roborock mit sehr ähnlichen Modellen attackiert hat, ist dieses Modell auch plakativ ein High-End-Performer mit Bestleistungen im Bereich der Reinigung. Allgemein ist das ein sehr fortschrittlicher Roboter, der kann 5 Karten speichern und der verwendet eine ganz neue Ultraschalltechnologie für eine genauere Navigation, die sehr gut funktioniert, aber für feine Ohren und Haustiere dann auch hörbar ist. Aber Hut ab vor diesem Gerät, wir haben eine tolle App, wir haben eine Top-Navigation, wir haben eine starke Hardware. Vielleicht ist er dem bisherigen Testsieger Roborock S5 Max sogar überlegen. Der ist aber weniger flach gebaut, aber ich halte das Ding für eine sehr starke Option, zumal der Roboter seit dem Launch nochmal deutlich günstiger geworden ist. Solltet ihr euch bei eurer Entscheidung auf jeden Fall anschauen. Ja, der Serientestsieger Roborock S5 Max ist diesmal nur auf Platz 2. Was ist da los, könnte man sich fragen. Nun, ich denke weiterhin, dass das der beste Staubsaugerroboter mit Lasernavigation im Hinblick auf das Gesamtpaket ist. Der ist ausdauernd und zuverlässig, liefert eine konstant hohe Leistung auf Top-Niveau, Navigationsspitze, Qualität herausragend, smart, tolle App. Der kann gleichzeitig saugen und wischen und ist mit einem Preis von 400 Euro für das, was er leistet, ein absolutes Schnäppchen. Das ist auch der Lieblingssaugroboter meiner Frau. Die meckert jedes Mal, wenn wir ein anderes Modell zum Langzeittest im Wohnzimmer stehen haben. Die App hat ansonsten alle Möglichkeiten wie den Raumplanmodus oder auch Multimapping. Wer das Ding besessen hat, der wird sich mit einem anderen Modell erstmal sehr schwer tun, weil zumindest aus unserer Erfahrung so ziemlich alles gepasst hat. Und das ist dem Hersteller Roborock selbst mit den hauseigenen moderneren Modellen SX Pure und SX Max V nicht mehr gelungen. Also weiterhin starke Empfehlung von mir. Testsieger ist die Überraschung des Jahres, der Dreame F9, auch unter dem Namen Xiaomi Dreame 1C Pro bekannt. Dieser Saugroboter hat keine Lasernavigation, sondern ist ein sogenannter Gyro-Roboter. Zur Erklärung, die Gyro-Technologie ist allgemein deutlich günstiger, die Modelle sind aber weniger smart, weil die ihre eigene Position bisher nicht erkennen konnten und damit fielen dann auch die ganzen smarten Funktionen wie eine Reinigungskarte, Sperrzonen, Reinigungsbereiche oder auch die selektive Raumreinigung weg. Und ihr ahnt vielleicht, was jetzt kommt. Dieser unscheinbare Xiaomi-Saugroboter mit dem Namen Dreame F9 hat es tatsächlich geschafft, diesen technologischen Graben zu überwinden und kann fast alles, was smarte Roboter können. Das heißt also selektive Raumreinigung, eine Kartenerstellung, Sperrzonen, Sperrbereiche und so weiter. Und das alles mit zwei signifikanten Vorteilen. Das Modell kostet viel weniger, und zwar die Hälfte, und ist deutlich flacher, weil auf den Laserturm verzichtet werden kann.
Das allein reicht meiner Meinung nach schon aus, um aus dem Modell einen Gamechanger zu machen. Jetzt kommt aber zu einem Überfluss dazu, dass der F9 gleichzeitig außerordentlich starke Leistung abruft, der zweitbeste Wert auf Teppich aller bisher getesteten Staubsaugerroboter und auch die Wischfunktion ist für einen Saugwischroboter große Klasse mit einer dedizierten Wasserflussregelung. Ja, der Xiaomi Dumi F9 ist ein wirklich toller Erfolg und auch die Zuschauer sind bisher mit diesem Gerät sehr zufrieden. Es ist eigentlich relativ klar, dass der Roboter durch diese wirklich unschlagbare Preisleistung der aktuelle Testsieger sein muss, wenngleich der Roborock S5 Max nach Abzug aller Vor- und Nachteile für große Wohnungen von 90 Quadratmeter oder auch für mehrere Etagen zu bevorzugen ist. So, das war's von mir. Allen Kaufinteressierten lege ich aber noch ans Herz, sich genauer über das jeweilige Wunschmodell zu informieren, denn alle diese Modelle und viele, viele weitere haben wir detailliert getestet und die Links zu diesen Testberichten und den Videos findet ihr in der Videobeschreibung, ebenso wie weitere Infos zu den einzelnen Modellen. Also, ich bin auf eure Meinung gespannt und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Suche. Bis dahin, ciao!